In dem Fall Handschuhfach auf und zu und dann finden wir jede Menge Zeug. So, was ist denn hier los? Hier ist auch noch ein Backpack. So, durchsuchen wir schnell. 20 mal Munition. Okay, ist wunderbar. Ich will immer noch diesen Airstrike hier mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, wann ich den verwenden soll. Ich glaube, den werde ich mal verwenden, wenn wir irgendwie so einen dicken Boss irgendwo haben. Ich glaube, dann werde ich den mal einsetzen. Ich weiß leider nicht, wie schnell der ist. Also wie lange das dauert, bis der Abwurf kommt, weil nicht, dass ich dann nicht treffe oder so. Das wäre dann etwas doof. Und ich hoffe natürlich, dass der nicht uns trifft versehentlich. Sondern nur die Zombies. So, steht hier noch ein Auto rum. Bis jetzt haben wir noch nicht so viele Waffen gefunden, oder? Gerade gucken. Nee, nicht wirklich. Eine Glock haben wir, wie gesagt, gefunden eben. Da steht noch was rum. Ja, noch ein Auto. Wunderbar. So, ein bisschen Supply. Reparaturmaterial für unser Auto. Bisschen Metal. Und noch mehr Metall. Okay, gut. So, hier unten war irgendwo rechts noch ein Raum. Da waren wir noch nicht. Dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Dann würde ich zum Mall gehen wollen, glaube ich. Da ist noch was. Und hoffen, dass wir den Überlebenden retten können. Wir brauchen neue Teammitglieder. So, schnell durchsuchen. Jawohl, einmal Wasser. Das ist gut. So, ist hier noch mehr. Irgendwo müssen hier noch Zombies sein. Wir haben noch... Ah, da oben. Okay, alles klar. Jetzt haben wir alle gekillt. Nice. So, haben wir hier noch mehr Zeug zum Looten? Ich guck gerade mal, aber ich glaube, wir haben dann alles, ne? Ich gehe hier nochmal nach links, aber von links sind wir ja auch reingekommen. Ich glaube, das können wir getrost verlassen. Okay. Hier kommt das her. Ich habe schon mal schlechte Erfahrungen mit so einem Gebiet gemacht. Verdammt. Nee, hier. Quest. Da ist es. Das ist natürlich ein extrem großes Ding, ne? Ja, komm, wir riskieren es. Wir versuchen es mal. Ich brauche neue Teammitglieder. So, da ist ein Zeitungsstand auf der Seite der Straße. Ja, schauen wir uns mal an. Rotten paper scattered all over the place on the newspapers, magazine, comic books still in good condition. Was? Warum sollte ich was mitnehmen? Ich nehme mal ein Newspaper. So, the headline reads, strange cases of violent behavior spreads. These attacks are getting more and more... ich kann das nicht so schnell lesen, Leute. Tut mir leid. Also es ging auf jeden Fall um die Zombie-Attacken. Weiß ich jetzt nicht, was mir das gebracht hat. Vielleicht soll das einen dann irgendwie darauf hinweisen, was in der Stadt so passiert ist. Vielleicht kann man ja auch irgendwas gegen die Zombies machen. Irgendwie eine Heilung finden oder so. Das wäre natürlich sau cool. So, the radio transmission came from this location. So, der müsste hier irgendwo sein. Also wir sollten uns umschauen. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt erstmal schnell. Ich höre noch schon. Ah, hier sind wieder... Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Ja, ja. So, wo... Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Da oben, da oben, da oben, da oben. Ich habe ihn gesehen. Protect me. Okay, der ist schon ein bisschen verletzt. So, search backpack. So, Ammo haben wir gefunden. You also found a note. It sucks. Jim, I'm taking you to the hospital. The fever is... Oh. Okay, er hat die Kinder zum Krankenhaus gebracht. Und hoffe, dass er sie bald wieder sieht. Ich glaube aber nicht, dass er sie wieder gesehen hat. Ich glaube nicht, dass er sie wieder gesehen hat. So, hier ist genau nichts. Da müssen hier, glaube ich, die ganzen Typen ausschalten. Ich weiß natürlich nicht, wie viele hier sind. So, wen haben wir denn hier? Irgendein, ja, sieht aus wie ein, ja, wie ein Hausmeister oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber der ist ziemlich groß. Also der wird wahrscheinlich einiges einstecken können. Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht hat er auch ein paar... Perks so in Richtung, ja, ich weiß nicht, Hausmeister. Vielleicht kann er gut reparieren, gut Sachen bauen. Ah, da kommt noch einer. So, komm her. So, den haben wir. So, protect me. Ja, ja, wir sind ja hier, alles gut. Sieht eher aus, als würde er Party machen mit seinen komischen Fuchtelbewegungen da. So, 6 Schuss, das... Warum nicht reicht das? Da hinten läuft er.
So, komm her, mein Freund. Na, komm schon. Sehr schön. So, ich hoffe, das war's. Ich denke, hier laufen noch mehr rum, aber... Da ist noch einer. Na, den schneiden wir hier den Weg ab, komm. Kriegen wir den noch? Die laufen aber auch so schnell. Verdammt, okay, ist weg. Scheiße. Nein, nicht du. Du nicht. Du durchsuchst mir ein bisschen zu lange. Der hier soll. Der Brick. Genau. So, searching. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann hier nochmal Backpack durchsuchen. Da hinten war noch einer. Ich habe ihn gerade im Augenwinkel noch gesehen. Ah, nein. Nein, nein. Ich wollte den durchsuchen. Gut, dass wir das nochmal machen können. So, und Ammo haben wir gefunden. Super. So, hier die Korps noch bitte durchsuchen. 20 mal Ammo, wunderbar. Ich wusste doch, dass hier noch welche rumlaufen. So. Oh, ein Auto. Autos sind immer sehr willkommen. So. Ich hoffe, die lassen den da unten in Ruhe, aber ich glaube, wir haben den Großteil der Plünderer schon ausgeschaltet. Ich frage mich, ob es noch andere Gegner gibt. Also wir haben bis jetzt kennengelernt die Zombies und hier diese komischen Rebellen, Plünderer, was auch immer. Wo ist denn... Hallo, Sydney? Ach, da. Ich wollte gerade schon sagen, wo ist die denn hin? So, da haben wir noch einen armen Teufel mit Rucksack. Die Rucksäcke erinnern mich irgendwie an die Rucksäcke aus dem Spiel Nether. Von dem hat man ja leider auch nichts mehr gehört. Das haben alle gespielt, als das Spiel rauskam, wie noch und nöcher, obwohl es eine Early Access war. Und mittlerweile hörst du nichts mehr von dem Spiel. Das finde ich auch so ein bisschen schade, ne? Bei diesen Early Access Spielen, nehmen wir auch mal zum Beispiel The Forest oder so, die werden so tot gespielt einfach. Die werden einfach nur tot gespielt, die Spiele. Und wenn die Spiele später fertig sind, dann kräht da kein Hahn mehr nach. Dann haben die alle schon, die Leute meinen, die kennen das Spiel. Aber wenn es dann wirklich fertig ist und die Entwickler alles reingesteckt haben, also... Ich bin da zweigeteilter Meinung, was diese Early Access Geschichten anbetrifft. Weil, wie gesagt, man kennt dann schon zum Großteil alles und warum sollte man es sich dann nochmal antun? Das ist, wie gesagt, mit diesen Early Access Geschichten, das ist natürlich klar, warum. Weil oftmals fehlt den Entwicklern Geld, um das Spiel weiterzuentwickeln. Also hauen sie das Spiel schon früher raus, um ein bisschen Geld zu machen, klar. Verstehe ich schon irgendwo ein bisschen. Aber... Jeder Let's Player spielt diese Spiele dann tot und dann irgendwann, wenn das Spiel dann mal fertig ist, war es das dann. Also da muss man als Entwickler sich wirklich fragen, möchte ich mich ja dem aussetzen und sagen, okay, ich hau ein Spiel auf den Markt, was nicht fertig ist, habe eventuell mit Bugs zu kämpfen oder auch mit dem Hate der jeweiligen Leute, die das Spiel spielen und sagen dann, ja, nee, das ist aber irgendwie alles scheiße und das Spiel gefällt mir nicht, weil die Bugs noch da sind. Oder aber es gefällt den Leuten so gut, dass die über die Bugs hinwegsehen. Bei Forest zum Beispiel gab es immer sehr lustige Sachen, die teilweise passiert sind. Und das war dann einfach Kult. Also das war dann irgendwann lustig und dann haben es die Leute hauptsächlich wegen der Bugs gespielt. Ich denke nicht, dass es im Interesse der Entwickler war, aber es hat funktioniert. Naja. Hier das Spiel scheint aber schon relativ weit zu sein. Also bis jetzt ist mir hier an Bugs nichts aufgefallen, außer dass man halt nicht immer speichern kann, aber... Ich finde es ganz in Ordnung, dass man immer zur Base zurück muss, damit der Spielstand gespeichert wird. Damit kann man leben, das ist schon in Ordnung. So, ich glaube, wir haben alles, ne? Jetzt habe ich wieder so viel erzählt hier. So, der hat immer noch Angst, aber dem werden wir gleich helfen. So, wir gehen mal wieder. Ich glaube, dann gehen wir erstmal wieder zurück zur Basis, oder? Hier haben wir auch noch ein bisschen was, aber ich denke, wir gehen erstmal wieder zurück. Warum ist hier eigentlich auch ein Ausrufezeichen? Was bedeutet das? Da ist auch noch eins. Habe ich da noch was vergessen oder... Ich weiß es leider nicht. So, wir sneaken natürlich wieder. Ich habe keine Lust, dass wir entdeckt werden. So, Willings, you can frightening noises around you. Wir haben ein Fuel verloren. Verdammt! Ein Fuel für unser Auto haben wir verloren. Schade. Das ist ärgerlich. Wir haben nämlich nur 4. Ah, verdammt. Aber dafür haben wir wieder ein neues Teammitglied gewonnen. So, wir müssen mal eben... Wie weit sind die weg? Oh, ziemlich weit. Ich bin ziemlich weit rausgelaufen. Warum ist der schneller da als die? Die sind doch im selben Gebäude gewesen. So, wen haben wir denn hier? Quad
Heißt das Quad? Quad East 17. So, easy money, get more ammo caches. A wonder worker who will fight for food. Okay, was kann denn der? Er ist ziemlich gut im Durchsuchen. Aiming ist nicht so toll, das ist so ausgeglichen, ne? Das ist so ein Allrounder. Und er hat eine Shotgun. Naja, gut. Besser wie nix. Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das wird so ein Tank, wird das, glaube ich, ne? Der hat dann, denke ich, da kriegt eine schwere Waffe von mir. Und den werde ich dann noch leveln, damit der ziemlich viel aushält. Ich glaube, es wird ein Tank. Ich denke schon. So. Der ist auch gleich schon da. Dann können wir den eventuell noch ein bisschen was ausrüsten mit irgendwelchem Zeug. So. Was haben wir denn? Oh, First Aid. A small First Aid Kit could be used to treat wounds during combat. Ah, da kann man sich mit heilen. So, eine Landmine. M15 Mine. Anti-Personal Mine, Firing Steel Balls. Ich weiß nicht, soll ich die Minen, soll ich da irgendwas mit machen? Ich habe keine Ahnung. Oh, verdammt. Ah, die Zeit. Verdammt. So, ihn muss ich auf jeden Fall, glaube ich, 47. Ich glaube, wir können mal kurz den Doktor heilen, ne? So, nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, nochmal was kochen. Und was im Garten anbauen. Ich schau mal eben. Was haben wir denn überhaupt da? Ich muss mal gerade schauen. So, Change. Können wir... Ah, wir haben nichts mehr da, ne? Verdammt. Fruit Cup, das gibt alles nur zwei. Das ist mir... Oh, Daily Report. So, viermal. Dann haben wir ihn hier erst wieder gesundet. Und er auch. Okay, wunderbar. Zombies are attacking our base. Take cover and kill them all. Oh, scheiße. Wir werden angegriffen. Kann ich die... Verdammt, ich kann meine Figuren gar nicht steuern. Oh, fuck. Das ist natürlich... Das ist übel. Ach, du Scheiße. Okay, hoffentlich schaffen wir das. Alter, hier geht's rund. Ach du Scheiße. Nein, nicht da reinrennen. Scheiße. Oh, nee, nicht den Schleim, nein. Ah, was? Warum? Alter, was? Nein. Was? Der kann doch jetzt nicht sterben, hallo. Was? Warum rennen die denn alle in den Schleim rein? Oh, Gott sei Dank. Was? Nein. Nein! Nein! Er ist gestorben! Nein! Oh, was? Oh, nö, wart. Das ist ja wohl nicht wahr. Oh, nö! Was ist das denn hier? Habe ich den jetzt wieder belebt? Ja, was hat mich aber... Irgendwas hat mich das gekostet. Ich weiß nicht, was. Aber er lebt wieder, oder? Was habe ich denn jetzt gemacht? Wo ist denn der? Hallo? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Ach, da! Oh, ich dachte schon. Meine Fresse. Boah, wie gemein, dass wir die während im Angriff, dass wir die Figuren nicht steuern können. Die rennen ja in diesen Schleim rein. Boah, was ist denn das? Das ist aber echt gemein. Das ist aber echt gemein, muss ich ganz ehrlich sagen. So, meine Fresse. Das ist ja... Alter, also wenn wir angegriffen werden, dann haben wir echt ein Problem. Okay, wir brauchen alles. Wir brauchen Gemüse. Ja, pass auf, wir pflanzen mal Gemüse an, glaube ich, erstmal. Boah, wie gemein ist denn das? Man kann seine Leute nicht steuern, wenn man angegriffen wird. Die laufen in dieses Zeug rein. So, ich habe keine Ahnung. Konnte ich da 500 für Retrieve oder so. Ich weiß aber nicht, was das war. Ach, jetzt habe ich die... Boah, vor lauter Aufregung habe ich die jetzt hier oben in die Küche geschickt, Blödmann. Das wollte ich doch gar nicht. So, das... Die könnten langsam mal wieder leveln, ne? Ich weiß nicht, irgendwie, das geht mir so ein bisschen langsam mit dem Leveln hier. So, wir machen erstmal Veggies. Wir haben genug Zeit, das heißt, wir können ein bisschen Vorlauf starten. Dann müssen wir eigentlich auch schon fast wieder auf Tour, aber die sind noch zu verletzt. Ich will eigentlich die Supplies dafür nicht opfern, um die zu heilen. Das müsste eigentlich von alleine gehen, wenn der Tag um ist. Aber ich habe Schiss, wenn jetzt der Tag wieder um ist, dass wir dann wieder angegriffen werden. Haha, das ist natürlich jetzt wieder eine Überlegungssache, ne? Ja, komm, pass auf. Wir heilen die nochmal. Zumindest einmal. So, du auch. Und der Doktor. So, wie sieht's jetzt aus? Gerade nochmal schauen.
es geht, ne? Ist immer noch nicht so hundertprozentig. So, pass auf. Wir brauchen noch Früchte. So, können wir mal vorlaufen. Der Tag ist dann eh schon gelaufen, weil wir haben schon PM. Das heißt, es dauert eh nicht mehr lange. So, das kriegen wir aber noch fertig, oder? Ich glaube, bevor der Tag endet, kriegen wir das noch fertig. Ja, das sieht gut aus. Super. Okay, haben wir. So, die futtern sich jetzt hier natürlich durch. Wir haben zwar 40, aber das wird nicht lange halten. So, zweimal Frucht haben wir gekriegt. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Wie sieht's aus? So, dafür hätten wir schon genug. Ich glaube, das machen wir. Wir machen mal einen Fruchtsalat. Dann spare ich mir das, weil wir brauchen hier noch zweimal davon. Okay, dann machen wir einen Fruchtsalat. So, bitte mal alle antreten zur Kochrunde. Willkommen bei Lava Lichter Lecker. So. Das sieht gut aus. Kochen geht zum Glück relativ flott. Ich glaube, wir kriegen das noch fertig, bevor der Tag zu Ende ist. Jawohl, kriegen wir hin. So, das kriegen wir hin. Ich lasse den Tag jetzt trotzdem umgehen. So, we finished cooking. Super. So, jetzt haben wir schon wieder 50. Sehr gut. Das heißt, ich könnte jetzt alle nochmal eine Runde heilen oder... Ach, ich warte, bis der Tag um ist. Vielleicht heilen die sich jetzt selber. Wenn der Tag um ist. Ich spule mal gerade ein bisschen vor. So. So, der ist schon mal wieder geheilt. Okay, wunderbar. So, someone just careless spilled gasoline. That was so reckless, but at least it didn't cause mayhem. Was? Irgendjemand hat Benzin geklaut? Boah, was? Oh Mann, ich muss dringend... Alter, das gibt's ja wohl nicht. Okay, pass auf, 45. Ich brauche dringend wieder Sprit, sonst kriegen wir unser Auto ja nie wieder repariert. Können wir da eigentlich schon... So, das Auto ist in einer ziemlich schlechten Verfassung. Also müssen wir es reparieren. Wir müssen ein Projekt starten und dann spezifische Reparaturen durchführen. Nicht vergessen, jemanden dafür einzuteilen. Some project may require materials. Also es braucht Material, bevor wir loslegen können. So, also gut, wir müssen Materialien sammeln, damit wir das Auto reparieren können. So. Die Reifen wechseln, da brauchen wir noch Federn. So, die Elektrik, dafür hätten wir schon genug Material. Die Batterie austauschen. Also ganz ehrlich, Clean Interieur, das wäre das Letzte, was mich interessieren würde. Wenn ich wegfahren will, ist mir egal, ob unten eine McDonald's-Tüte im Fußraum liegt, ganz ehrlich. Das kann doch, das ist doch Schwachsinn. Clean Interieur. Okay, naja gut, vielleicht ist damit noch was anderes gemeint. So, wir können also die Elektrik schon machen und die Batterie. Ich glaube, ich sammle aber erst noch ein bisschen. Das machen wir irgendwann später. Wir haben auch im Moment noch zu wenig Leute. Wir sind nur zu viert. Das ist noch nicht genug, finde ich. So, die heilen wir mal und ihn auch. So, pass mal auf. Du hast eine Shotgun. Wie sieht es denn da aus? Die hier hat eine höhere Feuerrate, aber die hat 8 Schuss. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, ich lasse dem die Shotgun. Wir lassen dem die Shotgun. Okay, sehr gut. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann würde ich fast sagen, gehen wir doch mal wieder auf Erkundungstour. So, es kommen natürlich alle mit. So, sein. Wunderbar. So, wie sieht es denn eigentlich bei ihm mit der... die ist ein bisschen runter, ne? Aber es geht noch. Können wir mitleben. So, wir brauchen Sprit. Wo kriege ich Sprit her? Wo kriegt man eher eine Tankstelle? Wäre gut. Ist hier irgendwo eine Tankstelle? Da ist ein Polizeirevier mit einem Fragezeichen. Sollten wir hier mal hin? Ist das eine Tankstelle? Nee, das ist... Warte mal. Ich gehe mal hier gerade hin. Wir müssen ja nicht da rein. Es geht mir nur darum, dass ich dann... So, as an internet by building, you hear strange noises and sounds coming from off the rooms. Okay, wir hören merkwürdige Geräusche. Ja, komm. Wir gucken mal. So, du hast dich entschieden, die Geräusche zu untersuchen. So, du gehst die Korridore runter und findest Blutspuren. Oh, das kommt von der Tür. Okay, machen wir auf. So, du machst die Tür langsam auf. Wow, a cat jumped out. Was? Over then the cat. There's nothing inside the room. Ah, okay, nur eine Katze. Das ist ja geil.
Okay, war einfach mal eine Katze. Was ist das hier?